Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft hier in den Zangermarschen. Wir waren in der letzten Folge relativ fleißig, haben einige Quests schon erledigt und wie ihr sehen könnt, wir haben noch einen ganzen Bündel an weiteren Quests, die wir zu erledigen haben. Und ich würde sagen, da starten wir doch mal direkt. Hier ist nämlich sehr, sehr viel zu killen. Hier haben wir noch eine Begleitquest, daran erinnere ich mich noch. Ich will jetzt erstmal den Oberboss hier besiegen. Den Oberboss, der hier wäre. Aua, noch nicht hauen. Hauen ist gemein. Kennt ihr das irgendwie, wenn ihr sagt, ja komm, nur noch ein bisschen hier, ein bisschen dort und dann kriegt man irgendwie doppelt und dreifachen Stapel voller Arbeit? Hallo? Eigentlich habe ich ja gedacht, der Boss wäre hier. Hallo? Wo ist denn der Boss jetzt? Ich dachte, der ist ganz oben immer der Boss. Oder wurde er schon wieder gekillt von irgendjemandem sehr eifrigen Mitspieler hier? Bin aber ein bisschen ungehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Tatsache. Die Priesterin, die war es wieder. Es sind immer die Priesterin. Nee, finde ich nicht gut von dir. Nee, brauchst du gar nicht so ankommen. Gut, ja, was soll ich jetzt... Gut, dann kill ich erstmal so ein bisschen was. Dann widmen wir uns zuletzt dem Boss. Ist ja ein bisschen blöd. Und die Escort-Quest, ich weiß nicht, ob wir die Escort... Hast du jetzt... Priesterin, hast du jetzt echt alles umgenietet? Das ist Mist, ist das... Das macht man nicht. Das geht nicht. Ach nee, war der Hexer. Ich hätte zerhäckseln machen sollen. Verdammt. Egal. Wer bist du? Na komm, weißt du was? Während ihr hier beschäftigt was seid, führt euch hierher? Flucht aus Umbrafen. Ihr müsst mir helfen, hier rauszukommen. Ich habe in der Nähe Kräuter gesammelt, als ein paar dieser Wilden mich entführten. Ich habe versucht, mich loszureißen, aber es waren zu viele. Helft mir zurück zur Zuflucht des Szenarios und weg von diesen grausamen Schuften und ihrer bösen Magie zu gelangen. Begleitet Kaya Langmähner zur Zuflucht des Szenarios in den Zangermarschen. Gebt Ysel Winzinger Bescheid, sobald ihr die Aufgabe erledigt habt. Machen wir. Mögen die Vorfahren euch schützen. Ist der Weg frei? Lassen sie verschwinden, solange wir noch können, nehmen es. Der Weg ist super frei. Ich habe gerade eben nachgeguckt. Bums. Siehst du? Frei. So, Schnuckimaus, wo bist du? Meine Dame. Ja, meine Winde leiten. Was meinst du? Ach, du meinst was anderes jetzt wahrscheinlich, ne? So, und da wir schon mal hier in den Zangermarschen sind... ja, ich weiß. Es sieht aus, als kämen wir nicht so leicht davon. Macht euch bereit. Wofür? Stirb. Na, jetzt aber. So, ist gut. Ja. Ist noch nicht bereit. Wie gesagt, Zangermarschen, da passt das ja auch, dieses Tier hier. Bleibt in Bewegung. Hier sind wir nicht sicher. Du bist diejenige, die sich nicht bewegt. Ich bewege mich. Oh, dieses Trappelgeräusch, hört mal. Ach, herrlich. Herrlich, oder? Bah. Na gut, okay, komm. Genug Klamauk gemacht. Aber ich bleib trotzdem auf dem Vieh. Na? Das Gute ist ja, hier braucht man nicht viel machen oder reden oder sagen oder kämpfen. Kann man auch nebenbei kurz ein bisschen was trinken, ganz unauffällig. Und es wäre auch unauffällig, wenn ich es nicht jedes Mal ankündigen würde, verdammt. Mann. Und ich soll auch schlafen würde. Was ist? Hast wieder jemand gerochen? Achtung, Nemesis, Feinde voraus! Ja, ja, von wegen, ihr kommt uns nicht, Druide. Ich kann das noch nicht. Junge, geh mal nach Hause. Wir sind fast bei der Zuflucht. Beeilung! Du bist diejenige... So. Vielleicht, wenn ich jetzt hier auf meinen Gringer reite, vielleicht kommen dann die ganzen Viecher nicht und du kannst dann freien Weges nach Hause. Dumm, die dumm.
Sag mal, du bist doch eine Kuh. Wenn ihr jetzt Rindfleisch esst, ja? Ich meine, Rindfleisch wäre ja... Nee, Rindfleisch esst ihr nicht, wäre es ja dann, wäre es ja quasi Kannibalismus. Ich kann die anderen Druiden von hier aus sehen. Hab Dank, Nemesis. Ich bin sicher, ESL wird sich bei euch... Ja, nicht bitte, warte mal. Die Frage ist, wenn ihr also Rind esst eher nicht, weil wäre Kannibalismus. Wenn ihr jetzt Schwein essen würdet, wäre das Rassismus? Hallo? Boah, stellt mir einmal tiefgründigere Fragen und schon haut's ab. Pff, dann halt nicht. Kill ich jetzt halt da hinten die ganze Bevölkerung. Nehme das ganze Dorf auseinander, nehme mir die Kinder, nehme mir die Frauen, versklave die Männer. Ich kann das noch so. Tot. Noch einer? Nö. Was habt ihr denn hier gemacht, Leute? Jetzt mal ganz im Ernst, liebe Mitquester. Ich habe echt kein Problem, wenn ihr hier auch ein bisschen was killen wollt. Aber alles? Wirklich alles? Das ist jetzt aber ein bisschen gierig, ne? Schnauze. So. Entschuldigung. Ach nein, stopp mal. Blöd. So, jetzt aber mit zerhäckseln. Gut, die Orakel von Umrafen haben wir jetzt getötet, alle. Was bleibt jetzt noch übrig? Die Seher und die Hexendoktoren. All das, was jetzt hier nicht mehr steht, weil ihr so... brutal vorgeht. So wie ich jetzt. Na komm, stehen bleiben. Dankeschön. Nee, da oben wurde der Boss gerade gekillt. Super. Super. Findet ihr euch jetzt... Och, ich finde das so... Achso, nee, Entschuldigung. Du, egal. Nicht abhauen. So, ich gehe jetzt einfach mal hoch. Du kannst mir mal gestohlen bleiben. Nee. Ah, Hexendoktor, schön. Ich sagte, ich will nicht mit dir spielen. Mann. Versteht ihn daran nicht. Boah, ist das doof. Jetzt muss ich echt warten, bis er... Oh, meine Nase juckt. Ich kriege heute noch einen drauf. Aber in echt. Hier herrscht ja keine Gefahr. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Spezialisierung. Hm. Stimmt, erst alle 15 Level. Außer zuletzt, da ist nach dem 10. Level. Ich weiß, aber ihr wisst ja halt, ne? Bis hierhin. Gut, das nächste, was wir machen könnten, schwachen Ausbeuten, innere Blutung, schmutzige Tricks. Hm. Muss man gucken. Könnte jetzt der Boss mal wieder bitte spawnen? Hallo? Hallo? Ich finde das so richtig mies. Immer auf den dicken Boss. So, bist du etwas, was ich killen muss? Nee, ich habe dich schon gekillt. Hexendoktoren und Seher brauche ich. Gehe ich jetzt noch mal ein bisschen rum? Ah, da ist ja einer. Warum springe ich eigentlich immer? Ich verstehe das nicht. So, du, du. Ach, dich habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigung, ich habe den wirklich nicht gesehen. Okay, dich habe ich schon gerettet. Ich habe dich doch gerade eben nach Hause gebracht. Sag mal, du hast ein Faible hierfür, ne? Nein, 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 nein. Nein, nein, böse, nein, nicht zum Boss. Nicht zum Boss. Da werde ich knatschig. Jetzt warte ich jetzt hier auf den Boss. Das ist doch echt... Ja, hier. Hier, killen, 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 killen. Nein, das ist ein Hexendoktor, nein. Also den muss ich ja auch, aber ich brauche den Boss. So, der Boss dürfte jetzt eigentlich nicht lange... Ich will nicht, ich habe nämlich gerade hier... Hexenmeisterin. Obwohl, ich glaube, die hatte gerade den Boss hier gekillt, oder? Da war ich jetzt vielleicht ein bisschen zu panisch. Aber das ist egal. Wirklich zu befürchten habe ich ja hier nichts. Einmal kurz mal die Gifte auftragen. Und hoffen, dass der Boss jetzt respawnt. Weil ich möchte hier auch ehrlich gesagt irgendwann mal wieder weg. Man glaubt es kaum, aber... Ah, hier ist er. Hallo.
Ich kann das noch nicht tun. Ich habe zu wenig Energie. Danke. So, Kataru haben wir auch gekillt. Jetzt brauchen wir noch die Seher, oder? Die Hexenmeister auch. Ah. Noch nicht bereit. So, die Seher haben wir 4 von 8. Aber die sind hier auch gar nicht. Wo treiben die sich denn rum? Ich sehe die nicht. Versteht ihr? Weil Seher... Ich sehe... Ich fand das jetzt nicht so. Also, konnte man schon bringen, wenn... Naja, egal. Ich suche weiter. Was? Ich kann das noch nicht tun. Chrissy. Schwagerherz. Naja. Gut, hallo? Könnten wir hier mal ein paar... Ah! Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. So, wie viele habe ich denn jetzt davon? Okay, 6 von 8. Ist ein bisschen... Nee. Dadurch, dass hier noch andere am Mitquesten sind, zieht sich das jetzt alles natürlich. Das ist natürlich natürlich sehr blöd. Mir fällt schon das Sprechen schwer. Noch nicht bereit. Nicht genug. Dankeschön. Energie. Hörst du mal auf? Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Jetzt kommst du auch noch. Sag mal, was ist los mit euch? Ich habe zu wenig Energie. So. Dankeschön. So, die Seher haben wir auch. Jetzt nur noch die Hexendoktoren, richtig? Die Hexen... Du bist ein Orakel, du bist kein Hexendoktor. Ja, ja, Hexendoktor, Hexendoktor. Ja, super, die sind hier überall verzeichnet, aber nicht überall am Laufen. Tja, liebe Leute, es tut mir echt leid, aber so ist WoW nun mal. Da wird man noch das eine oder andere Mal ein bisschen umherfliegen müssen, rumlaufen müssen. Ein Hexendoktor. Stirb. So. Oben war doch auch noch einer, ne? Meine ich mich zu erinnern. Aber der ist jetzt nicht gespawnt, schade. Hallo, liebe Leute. Ich suche Hexendoktoren. Zwecks gemeinsamen Questen. Wird auch nur eine kurze Session, weil ich brauche sie eigentlich nur für eine Quest. So, dann hau ich halt deine Kumpels. Oder eure Kumpels. Ist mir egal. Hexendoktor? Ich muss stirb. Ich kann das noch nicht tun. Nicht genug. Wenn es so weitergeht, ne, haben wir auch schon wieder die Folge rum, ohne dass wir die ganzen Viecher hier, ich sage es bewusst, Viecher ausgelöscht haben. Das ist ein bisschen blöd. Gibt's hier Hexendoktoren? Hexendoktor? Nicht. Nee, muss ja auch nicht. Ist ja nicht wichtig. Ist ja nur für eine Quest. Da bleibe ich gerne noch ein bisschen hier und guck mich um. Ja, ja, klar, das macht gar nichts. Das kenne ich nicht anders. Hallo, gibt's hier auch mal einen Respawn? Was ist denn los? So, jetzt hau ich den Sumpfschläger einfach nur mal aus Trotz, falls den irgendein anderer braucht, um zu questen. Einfach aus Trotz hau ich ihn jetzt um. Weil man mir auch alle Viecher umhaut, die ich brauche. So. Und ich loote den nicht einmal. Ich habe früher gedacht, wenn man die Viecher nicht lootet, bleiben die noch länger liegen. Und der Respawn dauert noch länger. Ich weiß nicht, ob das mal so war oder ob das immer noch so ist. Ich habe keine Ahnung. Aber aufgrund dieser Aussage von damals mache ich das jetzt einfach mal. Einfach nur, weil ich manchmal auch ein kleiner Asi bin. Bin ich ja gar nicht. Bin ich ja wirklich nicht. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich meine, die anderen tun mir auch leid. Die müssen ja ebenfalls questen, genauso wie ich. Nur sie nehmen nicht auf dabei. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Oh. Hilfe!
Wie viele Hexendoktoren brauche ich noch? Noch zwei Hexendoktoren. Zwei. Ich will nicht plündern, ich will Hexendoktoren. Hexendoktoren. Stirb. Ich bin außer Reichweite. So, Hexendoktor. Hexendoktor. Oben ist jetzt aber wieder einer, oder? Kein Hexendoktor. Ich drehe am Rad, ey. Unten? Nein. Ein einziger Hexendoktor, dein Ernst? Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Mir fehlen auch momentan, ehrlich gesagt, die Worte. Ihr merkt das selbst, ich bin ein bisschen wortkarg. Weil ich will einfach hier... Ich will jetzt ehrlich gesagt einfach hier nur die Quest fertig machen. Orakel, scheiß auf Orakel. Ich will einen Hexendoktor. Stirb, du böses Orakel. Mann, ich mag dich nicht. Kann ich nicht leiden. So. Einfach mal aus Protest ein Orakel gehauen. Hier oben. Ah, hier. Na, lass mich hier rein. Komm. Stirb. So, endlich. Meine Güte. Alter. Das hat jetzt aber auch echt... heiße lang gedauert, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Gut, komm, untersuchen wir mal den komischen See. Und dann hauen wir mal ein paar Nager, wo wir schon mal dabei sind. Obwohl, warte mal, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Quests. Wir geben die jetzt erstmal ab. Denn wir wollten ja sowieso, sobald wir Level 65 sind, direkt auf den, ja, direkten Weg ohne Umwege Richtung Nagrand. Und ich glaube, das gönne ich mir auch. Das werde ich mir auch gönnen. Ich gebe jetzt erstmal die Quests ab. Eigentlich müsste das reichen. Wenn wir die Quests abgeben, Level 65 sind, werden wir erstmal nach Shadrad. Von Shadrad aus. Von Shadrad aus, genau. Werden wir dann nach Orgrimmar und so weiter und so fort. Genau. Das wird schön. Sag ich jetzt einfach mal so. So. Was wollt ihr, Fremde? Ja, der Umbra-Filmstamm. Danke, Nemesis. Endlich werde ich nachts ruhig schlafen können. Wäre ich nicht so alt und schwach, würde ich mich selbst mit meinen Feinden auseinandersetzen. Nehmt dieses Gold. Es ist nicht viel, aber eure Freundlichkeit darf nicht unbelohnt bleiben. Da hast du recht. Ein feuchter, düsterer Ort. Nee, komm, keine Frauengeschichten. Okay, der war mies. Der war mies. Ich entschuldige mich für etwaige sexistische... aus, Na, ihr wisst schon. Aus dem Gleichgewicht geraten. Jetzt, da ihr die Anzeichen der Unausgeglichenheit mit eigenen Augen gesehen habt, achtet bei euren weiteren Reisen darauf. Okay. Tschüss. Boom. Mit ein bisschen Glück. Boah, wäre das schön. Was führt euch hierher? Ja, Flucht aus Umbra-Fan. Ihr habt einen meiner Druiden gerettet. Das könnten wir euch niemals zurückzahlen, Nemesis. Ihr habt meinen Dank, sowie den Dank der Expedition. Ja, das weiß ich. Mögen euch die Sterne. Ich freue mich. Wir können endlich nach Nagrand. Flucht aus Dornholde. Zangam. Was? Nagrand. Quest beginnen. Auf Befehl des Kriegshäuptlings. Nagrand. Der Kriegshäuptling ruft alle einsatzfähigen Champions der Horde auf, Garada zu Hilfe zu eilen. Das Zuhause der Makar liegt im Süden in Nagrand. Folgt der südlichen Straße aus den Marschen hinaus und wendet euch an den ersten Weggabelung gen Osten, wo ihr eine große Siedlung am See finden solltet. Meldet euch dort beim Hauptmann Krogan und helft ihm, wo ihr noch könnt. Garadar darf nicht fallen. Okay. Und jetzt erstmal schnell... Ja, ich würde sagen, liebe Leute... Ich verabschiede mich von hier. Wir werden in der nächsten Folge erstmal straight Richtung Orgrimmar fliegen. Und das sehen wir dann alles in der nächsten Folge. Bis dahin alles Liebe und alles Gute. Tschüss.